Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 7, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, Drucksache 19/5249. Das ist einzubringen durch die Regierung. Ich will erst mal für Ruhe sorgen. Es gibt noch ein paar. Das Wort hat der Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, es ist mir wichtig, es ist mir auch ein persönliches Anliegen und es ist mir eine Freude, dass ich Ihnen heute für die Landesregierung den Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Verband der Deutschen Sinti und Roma, Landesverband Hessen, vorlegen darf. Meine Damen und Herren, es ist mir auch deshalb eine Freude, nicht zuletzt im Hinblick auf die Debatte, die wir heute Morgen geführt haben. Das, was wir in diesem Staatsvertrag vereinbart haben, das ist ein deutliches Zeichen gegen die gesellschaftliche Ausgrenzung und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegen Rassismus und für Gemeinschaft. Und deshalb passt das heute sehr gut hierher. Wir möchten mit diesem Staatsvertrag die anerkannte Minderheit der Deutschen Sinti und Roma in den wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Bereichen gezielt fördern und ein gleichberechtigtes Miteinander herstellen. Dieses ist die Grundlage jeder offenen Gesellschaft. Und es ist auch ein Teil unserer historischen Verantwortung. Die Deutschen Sinti und Roma sind während des Nationalsozialismus verfolgt worden. Über eine halbe Million Menschen sind umgebracht worden. Und deshalb geht es uns darum, dass wir mit diesem Staatsvertrag anerkennen, und ich finde endlich anerkennen, 72 Jahre nach Ende der Nazi-Diktatur, erstens, was diese nationale Minderheit erleiden musste, und zum Zweiten auch ein neues gemeinsames Kapitel aufzuschlagen. Meine Damen und Herren, das eine sind wir alleine schon schuldig den Opfern, sie nicht zu vergessen, und das andere tun wir klug für eine gemeinsame Zukunft geschrieben, so wie wir das heute Morgen ja doch besprochen haben. Wir wollen dieses Land zusammenhalten, wir wollen denen, die ausgrenzen, entgegentreten, und wir wollen vernünftig eine gemeinsame Zukunft bauen. Und genau darum geht es in diesem Staatsvertrag, meine Damen und Herren. Seit 1999, mit dem damaligen Regierungswechsel, ist erstmals der Landesverband finanziell unterstützt worden. 2014 haben wir ein Verwaltungsabkommen geschlossen. Und nun haben wir nach sehr guten Verhandlungen mit dem Landesverband der Sinti und Roma einen Staatsvertrag abgeschlossen, der eine Reihe von Inhalten betrifft, die ich nicht im Einzelnen alle darlegen will, sondern summarisch so beschreiben will. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit dem Land, mit der Regierung, aber auch dem Parlament und allen Dienststellen vereinbart, zum Beispiel, um besser in Erinnerung zu halten und besser zu lernen für unsere Gemeinschaft, zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit den Schulen über das Kultusministerium, zum Beispiel zu ermöglichen, eine Dauerausstellung über die Schicksal, aber auch über die nationale Minderheit mit zu unterstützen, die Pflege des Erbes und eben gemeinsam auch in unserem Land die Zukunft zu beschreiten. Dieses alles findet sich in diesem Staatsvertrag. Es sichert das Andenken an die Opfer. Im Übrigen ein Thema, das die Insider kennen, seit 30 Jahren nicht gelöst. Wie geht man um mit Gräbern, die keine Angehörigen mehr haben, die verfallen? Die Gräber sind Sache der Kommunen, die Friedhöfe sind kommunale Angelegenheit. Die betroffenen Verbände haben über 20 Jahre immer wieder mitgeteilt bekommen, dass man das Problem sehe, aber eigentlich nicht zuständig sei. Und wir haben jetzt eine Möglichkeit, in angemessener Weise hier auch zu gedenken und die Grabstätten zu erhalten. Der Landesverband ist in seiner Arbeitsfähigkeit finanziell abgesichert. Und insbesondere gibt es eine Möglichkeit, gemeinsame Bildungsarbeit zu betreiben. Meine Damen und Herren, das ist
ein Ergebnis einer zum Teil mehrjährigen, nicht einfachen, aber am Ende guten Verhandlung gewesen. Ich glaube, wir tun gut daran, so breit wie möglich diesen Staatsvertrag zu unterstützen. Mein Wunsch wäre es, wir würden dies einstimmig in diesem Hause tun. Dann würde dem Anliegen besonders gefördert und entsprochen. Und es wäre ein besonders intensives, aber wie ich glaube, auch notwendiges Signal an die Bevölkerung. In dem Sinne, wie wir es heute Morgen diskutiert haben, Hessen ist ein Land, in dem Gemeinschaft gefördert wird, Ausgrenzung verhindert wird. Und an diesem Staatsvertrag kann man das wunderbar beweisen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Die Aussprache eröffnet Frau Kollegin Hofmann für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sinti und Roma wurden als, ich setze das in Anführungsstrichen, Zigeuner während der Herrschaft des Nationalsozialismus nicht nur erniedrigt, verfolgt, nein, sie wurden ermordet. Rund eine halbe Million Menschen dieser Minderheit sind in dieser dunkelsten Kapitel Deutschlands ermordet worden. Und auch heute noch werden sie in unserer Gesellschaft zum Teil diskriminiert. Und angesichts dieses dunkelsten Kapitels unserer Geschichte und unserer besonderen, auch historischen Verantwortung, aber auch politischen, ist es mehr als richtig, dass wir gerade diese Minderheit der Sinti und Roma, die inmitten unserer Gesellschaft leben, inmitten von Hessen unter uns und mit uns leben, dass wir die auch besonders schützen und anerkennen. Der Ministerpräsident hat zu Recht gesagt, dass, da kann ich ihm ausnahmsweise mal zustimmen, dass diese Verantwortung, die wir alle tragen und die wir haben, umso schwerer in diesen Zeiten des Rechtsextremismus und Erstarken des Rechtspopulismus wiegt und dass wir uns gerade in diesen Zeiten dieser Verantwortung umso mehr stellen müssen. Es ist deshalb richtig, dass diese Rahmenvereinbarung, die bestanden hat, jetzt weiterentwickelt wird zu einem Staatsvertrag, der mit diesem vorgelegten Gesetz dann verankert werden soll und das Ganze dann auch mehr Verbindlichkeit und Tragkraft erhalten soll, dass vor allen Dingen auch die Minderheit der Sinti und Roma in unserem Bundesland auch zudem eine verlässlichere finanzielle Grundlage erhalten, mit der der Verband, aber auch die Sinti und Roma in Gänze unterstützt werden. Es ist wichtig, diese Minderheit gerade bezüglich ihrer ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität besonders zu schützen. Dazu bedarf es, es ist angesprochen worden, im Detail einzelner Maßnahmen, etwa im Bereich der Schulen, wo es darum geht, auch die Sprache Romanes, die Sprache der Sinti und Roma besonders zu fördern und zu unterstützen, dass diese nicht untergeht, sondern Bestand hat, dass diese gar gepflegt werden kann. Es bedarf einer zielgruppenspezifischen Förderung der Sinti und Roma und detailgerechter Angebote auch für junge und erwachsene Sinti und Roma, eben passgenau und spezifisch. Ich bin sehr froh darüber, dass natürlich auch auf der europäischen Ebene mit dem Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten und der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen auch die europäische Ebene erkannt hat, dass Sinti und Roma solche Minderheiten zu schützen sind. Und das muss eben auch Einfluss finden in unsere hessische Praxis. Ich selber weiß aus Gesprächen mit dem Landesverband, aber auch einzelner Sinti und Roma, was ich zu Beginn meiner Rede schon gesagt habe, dass der Minderheitenschutz auch heute noch aktuell ist, dass Sinti und Roma, wie ich es ausgeführt habe, auch heute noch in unserer Gesellschaft bedauerlicherweise
und schädlicherweise diskriminiert werden. Und auch da brauchen wir passgenaue Maßnahmen gegen Diskriminierung und Vorurteile, meine Damen und Herren. Ich möchte zwei konkrete Punkte noch herausstellen, die auch in diesem Gesetzentwurf vorgesehen sind und die ich ausdrücklich unterstütze im Namen der SPD-Landtagsfraktion. Es ist vorgesehen, dass gerade im Bereich des Friedhofswesens eine Gedenkform der ewigen Ruhe für die Sinti und Roma, die im Rahmen der Nazi-Diktatur in schändlichster Art und Weise ermordet wurden und die noch nicht einmal eine Grabstätte erfahren durften, dass dieser jetzt sozusagen im Nachgang nach vielen Jahrzehnten aber hin jetzt mit solch einer Gedenkstätte Rechnung getragen wird. Ich denke, meine Damen und Herren, das ist längst überfällig. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass über die Landeszentrale für politische Bildung jetzt ein Ort, nämlich die Wissenschaftsstadt Darmstadt, gefunden wurde, ein Ort für die Ausstellung zur Verfolgung von Sinti und Roma, geeignete, würdige Räume, um auch mit einer Ausstellung auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil das dürfen wir nicht vergessen. Dieses Thema der Sinti und Roma steht nicht im Mittelpunkt des Bewusstseins der öffentlichen Wahrnehmung, sondern es ist oft leider nur ein Randthema, und wir müssen gerade die Geschichte der Sinti und Roma, deren Bedeutung auch in unserer Gesellschaft und ihren Stellenwert und ihre Anerkennung in Form solch einer Ausstellung auch für die Bürgerinnen und Bürger transparent machen und ihnen damit auch ein Gesicht geben, meine Damen und Herren. Deshalb bin ich sehr froh, dass solch eine Ausstellung jetzt initiiert wird. Meine Damen und Herren, insofern kann ich auch ganz klar sagen für die SPD-Landtagsfraktion, wir sind froh, dass es diesen Staatsvertrag geben wird. Wir werden das Gesetzgebungsverfahren konstruktiv begleiten. Das Wort hat Herr Abg. Dr. Wilken für DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch wir begrüßen ausdrücklich den Staatsvertrag mit dem Hessischen Landesverband der deutschen Sinti und Roma und stehen somit der Einstimmigkeit einer Beschlussfassung hier nicht im Wege. Durch den Vertrag wird die Menschenrechts- und die Bildungsarbeit des Landesverbandes abgesichert und somit auch das Engagement gegen Antiziganismus für die nächsten Jahre. Denn diese Arbeit ist so dringend nötig wie eh und je, weil es nach wie vor Ausgrenzungen gibt und ein sich outen als Sinti oder Roma mit Nachteilen verbunden ist. Insbesondere die Lage von Roma-Migrantinnen und Flüchtlingen hat sich erheblich verschlechtert. Durch die Einstufung der Staaten des ehemaligen Jugoslawiens als sichere Herkunftsländer, was auch von der Hessischen Landesregierung geteilt wurde, haben Flüchtlinge aus der Region keine Bleibeperspektive, kein persönliches Recht auf Asyl und werden häufig in Armut und Repression abgeschoben. Gleichzeitig, auch Frau Hofmann hat darauf hingewiesen, nimmt der alltägliche Rassismus gegen Roma und Sinti eher zu als ab. Der Zugang zu öffentlicher Unterstützung von Roma, die aus Osteuropa kommen und vor Armut, Diskriminierung und Chancenlosigkeit fliehen, ist fast vollständig versagt worden. Ihre Bemühungen, sich eigenständig einzurichten, die Familien zu Hause damit zu unterstützen, werden auch durch eine manchmal repressive Vertreibungspolitik zerstört, wie wir in Frankfurt am Main im Februar dieses Jahres bei dem Räumen einer Brache im Gutleutviertel erleben mussten. Wir stimmen diesem Staatsvertrag auch deswegen zu, weil wir hoffen, dass er uns all den Rücken stärkt, gegen solche Diskriminierungen im Alltag gemeinsam vorzugehen. Deswegen hoffen wir,
dass die Landesregierung Unrecht behält, Herr Ministerpräsident, wenn Sie auf dem Deckblatt des Gesetzentwurfs als Problem benennen, ich zitiere, die Hessische Landesregierung möchte mit dem Staatsvertrag die Minderheit in den Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Lebens unterstützen und eine gleichberechtigte Teilhabe weiter fördern. Zitat Ende. Ich hoffe, dass dieser Satz in den falschen Absatz gerutscht ist und der Staatsvertrag zur Lösung beiträgt. Meine Stimme haben Sie. Vielen Dank. Herr Abg. Lenders für die Fraktion der FDP hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Entgegen der üblichen Vorgehensweise entschuldigen Sie, wenn ich die Rede nicht frei halte. Dafür ist mir das Thema zu wichtig. Das ist ein Thema, wo man nicht jeden Tag zu spricht. Deswegen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Staatsvertrag ist in der Tat ein starkes und gutes Signal. Denn der Staatsvertrag wurde in ähnlicher Form im Dezember 2013 in Baden-Württemberg beraten und einstimmig beschlossen. Staatsverträge schließt man normalerweise, wie der Name schon sagt, zwischen Staaten oder traditionell mit den Kirchen ab. Ansonsten ist es, wie hier vorliegend, der absolute Ausnahmefall. Es ist nicht einfach nur ein Vertrag, sondern dieser Vertrag bekommt durch das Transformationsgesetz noch eine ganz andere Bedeutung. Mit diesem Gesetz wandeln wir als Gesetzgeber, der von der Landesregierung am 6. September 2017 unterzeichneten Vertrag, zu von uns selbst gesetzten Recht um. Damit geben wir der Angelegenheit noch einmal eine besondere Bedeutung. Das Gesetz ist ein Signal an die Sinti und Roma, die in den vergangenen Jahrhunderten, das wissen wir alle, auch und gerade auf deutschem Boden selten etwas Gutes erlebt haben. Der Höhepunkt der Abscheulichkeit war dabei sicher der 16. Dezember 1942, der berüchtigte Auschwitz-Erlass, mit dem reichsweit die Deportation aller der damals sogenannten Zigeuner in die Vernichtungslager angeordnet wurde. Eine halbe Million Menschen wurden allein aufgrund ihrer ethnischen Herkunft ermordet. Bis heute gibt es Vorurteile und Diskriminierung. Dabei sind die Sinti und Roma als nationale ethnische Minderheit anerkannt. Uns, der Fraktion der Freien Demokraten, ist wichtig, den Schutz von Minderheiten als Teil unserer Rechts- und Werteordnung zu dokumentieren und uns öffentlich dazu zu bekennen. Ohne diesen Schutz wäre es nicht unsere Rechtsordnung. Wenn daher jetzt ein solches Signal der Anerkennung und Wertschätzung kommt, dann kann man das im Landtag nur gemeinsam beschließen und unterstützen. Wir müssen mit Klischees und Vorurteilen, die in der Gesellschaft noch immer existieren, aufräumen, diese bekämpfen und damit auch die Geschichte und die Kultur stärker im gesellschaftlichen Denken verankern. In diesem Staatsvertrag sind wichtige Impulse dafür enthalten. In der Bildungsplanung soll in der Vermittlung der Geschichte der Sinti und Roma sowie des Völkermordes in der NS-Zeit ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden. Dabei wird empfohlen, sich auch mit dem Thema des Antiziganismus als Erscheinungsform des Rassismus im Unterricht auseinanderzusetzen. Auch der Einsatz für bessere Bildungserfolge der Angehörigen dieser Minderheit ist von Bedeutung und wird im Vertrag als Ziel aufgeführt. Ziel des Gesetzes bzw. des Vertrages ist es, dass die Sinti und Roma Unterstützung des Landes bekommen, damit ihre Identität, Kultur und Sprache nicht beeinträchtigt wird. Es ist außerdem ein guter Gedanke, die Grabstätten der Opfer
des Nationalsozialismus zu erhalten, und auch die institutionelle Förderung, die beschlossen wird, ist absolut unterstützenswert. Es wird ein Gremium geben, das sich um die Angelegenheiten der deutschen Sinti und Roma kümmern soll. Auch das ist eine gute Idee, wobei Sie mir eine Anmerkung zu den Regelungen gestatten und hier auch an dieser Stelle eine Kritik erlauben. In dem zu schaffenden Gremium für die Angelegenheiten der Minderheiten der deutschen Sinti und Roma hält die Regierung eine Beteiligung des Parlaments scheinbar nicht für notwendig. Es ist schade, dass hier dem Parlament kein größerer Stellenwert eingeräumt wird, wenn man sich schon an den Vertrag aus Baden-Württemberg orientiert, hätte man wie dort auch in Hessen das Parlament an dem Gremium beteiligen können. Schade, dass unsere Landesregierung das Parlament an dieser Stelle wenig wertschätzt. Einverstanden sind wir mit der institutionellen Förderung von 300.000 € und der damit einhergehenden Aufstockung der Förderung um 100.000 € im Jahr. Insgesamt ist der Vertrag eine gute Sache, die man mit Überzeugung nur unterstützen kann. Allerdings, meine Damen und Herren, muss dieser Vertrag dann auch ausgefüllt und gemeinsam auf Augenhöhe mit dem Verband der Sinti und Roma daran gearbeitet werden, dass Diskriminierung, Vorurteile, und diese Vorurteile gibt es leider immer noch, hoffentlich sehr bald der Vergangenheit angehören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat Frau Abg. Feldmayer für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Sinti und Roma wird der besonderen Situation der nationalen Minderheit der Sinti und Roma Rechnung getragen. Es gibt eine verlässliche Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und dem Landesverband und einen verlässlichen finanziellen Rahmen zur Unterstützung. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Hessen diesen Schritt getan hat. Ich schließe mich auch den Worten des Ministerpräsidenten an. Es wird Zeit, dass das jetzt endlich passiert. Meine Damen und Herren, Roma und Sinti haben eine über 600 Jahre alte Geschichte in Deutschland. Das heißt, sie gehören zu unserem Land dazu, sie gehören zu Hessen dazu, und sie gehören zu unserer Gesellschaft. Und sie stehen daher unter einem besonderen staatlichen Schutz. Und das wird auch mit der Unterzeichnung dieses Staatsvertrags deutlich. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je, in diesen Zeiten ein deutliches Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus zu setzen. Meine Damen und Herren, leider ist es immer noch so, dass Sinti und Roma als Minderheit häufig Diskriminierungen ausgesetzt und mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Viele Menschen wissen auch nicht, dass Sinti und Roma eine anerkannte nationale Minderheit sind. Und laut einer repräsentativen Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist der im Nationalsozialismus begangene Völkermord an den Sinti und Roma nur knapp jedem Fünften bekannt. Umso wichtiger ist es, dass der Staatsvertrag vorsieht, dass die Geschichte der Sinti und Roma sowie der Völkermord in unseren Schulen vermittelt wird. Auch hier ist es gut, dass es eine Verlässlichkeit gibt. Mit dem Staatsvertrag, das wurde schon ausgeführt, wird auch die institutionelle Förderung von 100.000 € auf insgesamt 300.000 € pro Jahr erhöht. Und für die Einrichtung einer Dauerausstellung über die Geschichte der Sinti und Roma werden jährlich bis zu 50.000 € zur Verfügung gestellt. In der Vergangenheit gab es ja bereits auch mit dem Rahmenvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Sinti und Roma eine enge Zusammenarbeit. Mit diesem Staatsvertrag wird sich das noch einmal verfestigen. Meine Damen und Herren, es wurde auch schon gesagt, wir haben eine historische und eine politische Verantwortung gegenüber der Minderheit der Sinti und Roma. Und das betont auch der Staatsvertrag. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden Sinti und Roma verfolgt und ermordet.
Das sind grauenhafte Verbrechen, und die Erinnerung daran darf nie aufhören. Dafür muss jede Generation wieder sorgen, und wir müssen all jenen entgegentreten, die einen Schlussstrich ziehen wollen. Es ist auch beschämend, dass es so lange gedauert hat, bis die Bundesregierung dieses Unrecht an den Sinti und Roma bedauert und sich entschuldigt hat. Erst 1982 hat der damalige Bundeskanzler Schmidt offiziell für die Bundesregierung diesen Völkermord anerkannt und sich entschuldigt. Hier ist aber auch heute noch viel Aufklärung zu leisten. Es ist auch noch viel aufzuarbeiten und zu erforschen, was den Poraimos, so heißt der Völkermord an Sinti und Roma, in Romani angeht. Jahrzehntelang wurde der Völkermord an den Sinti und Roma geleugnet oder verschwiegen. Wie schlimm muss es nach dem Krieg für diese Menschen gewesen sein, die überlebt haben, dass man den Genozid geleugnet oder die Verbrechen der Nationalsozialisten relativiert hat? Der Bundesgerichtshof bezeichnete in einem Urteil von 1956 Sinti und Roma als Landplage und lehnte eine Wiedergutmachung wegen Zwangsumsiedlung ab. Viele, die Sinti und Roma während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, an ihnen sogenannte medizinische Experimente durchgeführt und sie ermordet haben, kamen davon oder waren sogar später wieder im öffentlichen Dienst. So auch Robert Ritter, der als Leiter der Rassenhygienischen Forschungsstelle einer der schlimmsten Schreibtischtäter des Poraimos war. Trotz seiner Täterschaft war er ab 1947 als Stadtarzt im Frankfurter Gesundheitsamt tätig. Ein Verfahren gegen ihn und weitere, die in der Rassenhygienischen Forschungsstelle gearbeitet haben, wurde eingestellt. Das muss man sich einmal vorstellen, dass dieser Mann weiter als Arzt gearbeitet hat. Es ist gut, dass die Stadt Frankfurt nun die Geschichte des Gesundheitsamtes aufarbeiten will. Das ist aber auch bitter nötig in vielen anderen Behörden, auch heute noch, in der Wissenschaft und bei den Gerichten. Und ich hoffe, dass auch hierzu ein Anstoß gegeben wird durch diesen Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der Sinti und Roma. Es ist wirklich Zeit. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass hier sich so eine große Gemeinsamkeit abzeichnet, dass wir wahrscheinlich alle gemeinsam diesen Staatsvertrag beschließen werden. Ich glaube, das ist gut, dass wir es in dieser Legislaturperiode tun. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat Herr Kollege Utter das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Rahmenvereinbarung zwischen der Hessischen Landesregierung und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Hessen, vom 12. März 2014 hat sich bewährt. Dem Wunsch, diesen Regelungen und Vereinbarungen durch einen Staatsvertrag eine größere Beständigkeit und Wertigkeit zu verleihen, wollen wir gerne und ausdrücklich nachkommen. Auch die Erhöhung der finanziellen Mittel zur Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes halten wir für ausgesprochen angebracht. In diesem Sinne soll der Staatsvertrag dazu beitragen, die Situation von Sinti und Roma in allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Lebens in Hessen weiter zu verbessern. Der Schutz und die Unterstützung von anerkannten nationalen Minderheiten ist für die CDU generell ein wichtiges Thema. Wir zeigen mit dem Staatsvertrag einmal mehr, dass wir uns der mehr als 600-jährigen Geschichte der deutschen Sinti und Roma bewusst sind. Aufgrund der systematischen Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma durch die nationalsozialistische Terrorherrschaft gibt es eine besondere Pflicht, für den Schutz dieser Minderheit einzutreten und jede Form von Diskriminierung zu bekämpfen. Angesichts zunehmender rassistischer Ausfälle ist dieser Staatsvertrag ein positives Zeichen, das wir gemeinsam setzen können, dass Hessen sich zu seinen Verpflichtungen bekennt und auch weiterhin die notwendigen Konsequenzen aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte zieht.
Ich stimme ausdrücklich den Äußerungen der Vorredner zu und will nicht durch eine Wiederholung jetzt die Zeit verlängern. Deshalb erlauben Sie mir einen Hinweis. Unsere Landeszentrale für politische Bildung hat in größerem Umfang eine neue Publikation erworben von Frau Carola Finks, Sinti und Roma, Geschichte einer Minderheit. Ganz neu wird hier auf wissenschaftliche Weise kompakt aufgearbeitet die Geschichte der Sinti und Roma und wie gesagt über unsere Landeszentrale erhältlich. Ich kann es jedem Kollegen nur empfehlen. In kurzer, aber einprägsamer Form wird die Geschichte dieser Minderheit dargestellt. Auch ich freue mich sehr darüber, dass es jetzt ja so aussieht, dass wir wirklich einstimmig diesen Staatsvertrag miteinander beschließen können. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir haben die erste Lesung vollzogen und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Hauptausschuss. Dem widerspricht niemand. Damit ist das einstimmig so beschlossen.